Ja, die Patientin stört an der linken Wange dieses Muttermal. Das ist ein sogenanntes dermales Muttermal, etwas Ungefährliches, aber es stört die Patientin einfach kosmetisch. Das wird abgetragen mit dem Erbium-Jod-Laser, eine sogenannte Kalt-Laser-Abtragung. Das heißt, wir haben sehr wenig Schädigung des umliegenden Gewebes. Mit diesem Rohr wird, wie ein Staubsauger, werden diese kleinen Partikel, die jetzt gleich nach oben steigen, werden abgesaugt. Sie sind schon halb weg. Natürlich gehört ein bisschen Erfahrung dazu, wie viel man abtragen muss, um nicht nachher einen kleinen Defekt zu haben. Aber wir sehen, es geht sehr schön in diesem Fall. Wir sehen sehr schön, dass die Konvexität der Wange erhalten ist. Es ist ein schöner Befund. Wir sehen diese Papel nicht mehr. Wir sehen eine ganz, ganz kleine Wunde, eine leichte Blutung. Ist jetzt auch schon gestillt. Die Wunde heilt ab innerhalb von einigen Tagen. So, jetzt gebe ich den Spiegel mal zur Hand. Jetzt können Sie mal schauen, wie es ausschaut. Oh. Also das Muttermal hatte mich schon immer gestört und... Sind Sie zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Das freut mich. Ich sehe, ja, wie schnell das gegangen ist. Und unkompliziert. Unkompliziert. Also ich hatte schon Angst vorher, aber wunderbar.